Zum Thema parametrische Ungleichungen ersten Grades starten wir sofort mit einem Beispiel. Es handelt sich hier effektiv um eine Ungleichung mit der unbekannten x, die nur im ersten Grad auftritt. Und diese Ungleichung enthält auch einen Parameter, der da und da vorkommt. Das ist der Parameter m, der egal welchen reellen Wert annehmen kann. Um solch eine Ungleichung zu lösen, starten wir, wie immer, die Zahl 2, die hier rechts alles teilt, die setzen wir links rüber, dort wird sie multiplizieren und weil die 2 positiv ist, bleibt dieses Zeichen der Ungleichung. Das führt dann sofort zu dieser Ungleichung. Jetzt werden wir noch minus 24 rechts rüber setzen, das wird dann zu plus 24. Und diesen x-Term setzen wir noch links rüber. Somit steht dann links 6mx minus 1 mal x und darin kann man dann x ausklammern. So führt das zu dieser Ungleichung. Um nun weiterzumachen, müssten wir durch diese Klammer teilen. Wir wissen aber nicht, ob die 0 ist oder nicht. Das hängt vom m-Wert ab. Also beginnen wir hier die Diskussion. Erster Fall, wenn diese Vorzahl von x 0 ist, das heißt, wenn m ein Sechstel ist, hier müssen wir immer bezüglich m beschreiben, wenn m ein Sechstel ist, dann wird die Ungleichung zu 0 mal x kleiner gleich 24 plus ein Sechstel. Sie führt also zu der Ungleichung 0 mal x kleiner gleich 145 Sechstel. Wir suchen alle möglichen Werte für x, sodass x multipliziert mit 0 kleiner gleich zu dieser streng positiven Zahl ist. Und diese Ungleichheit ist für alle reellen x-Werte erfüllt. Somit ist die Lösungsmenge, also die ganze Menge, r. Jetzt kommt der zweite Fall. Wenn diese Vorzahl von x nicht 0 ist, dann dürfen wir teilen. Aber wenn diese Vorzahl streng positiv ist, dann dürfen wir teilen. Und dieses Zeichen der Ungleichung bleibt. Und wenn diese Zahl 6m-1 streng negativ ist, auch dann dürfen wir teilen. Aber in diesem Falle ist das Zeichen der Ungleichung umzudrehen. Also, bei Ungleichungen gibt es 3 Fälle zu diskutieren. Schauen wir den zweiten Fall, wenn die Vorzahl von x streng positiv ist. Das wird wieder bezüglich m beschrieben. Das ist dann, wenn m, dann und genau dann, wenn m streng größer ist als ein Sechstel. In diesem Falle dürfen wir durch die Klammer teilen und das Vorzeichen bleibt, woraus sich dann sofort diese Lösungsmenge ergibt. Der dritte Fall ist, wenn diese Klammer streng negativ ist. Beschreibung bezüglich m, das heißt dann und genau dann, wenn m streng kleiner ist als ein Sechstel. Dann dürfen wir durch diese Klammer teilen, aber das Zeichen der Ungleichung ist umzudrehen, was sofort diese Lösungsmenge ergibt. Aber wozu dient jetzt solch eine Diskussion von einer parametrischen Ungleichung? Sie dient dazu, sehr viele Ungleichungen derselben Art in einem einzigen Schlag zu lösen. Konkreter, nehmen wir einmal an, ein Physikexperiment führt zu dieser Ungleichung und unter den gegebenen Bedingungen hat der Parameter m den Wert 1. Dann ist die Ungleichung diese. 3 mal x minus 4 kleiner gleich x plus 1 geteilt durch 2. Wir brauchen diese Ungleichung dann aber nicht mehr zu lösen, weil uns hier die vollständige Diskussion zur Verfügung steht. Wenn m den Wert 1 hat, dann ist m garantiert streng größer als ein Sechstel.
Und die Lösungsmenge ist dann hier abzulesen, indem man m durch 1 ersetzt. Die Lösungsmenge ergibt dann also von minus unendlich ausgeschlossen bis 24 plus 1 geteilt durch 6 mal 1 minus 1. Und dieser Bruch ergibt genau 5. Wenn m zum Beispiel den Wert minus 3 hat, dann sind wir in diesem Fall. Wir brauchen noch nicht mal nachzuschauen, wie dann die Ungleichung aussieht, sondern wir werden sie sofort lösen können, indem wir hier drin m da und da durch minus 3 ersetzen. Und das ergibt dann sofort diese Lösungsmenge.